Kati. Und der Felix. Nee, einfach ins Gesicht. Du, der Claudio kam gerade an mir vorbei. Der hat ausnahmsweise mal richtig gut gerochen. Das muss ja hier dran liegen. Dann. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zur Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserem Shop diese Woche. Und es wird heute nicht lecker. Es wird nicht lecker. Es gibt nichts zu essen. Aber schön. Es wird schön. Mal. Wir ja, haben, Leute. Wir haben was haben wir, Katja? Wir haben extrem viele Sachen, ja, die wir anbieten können. Leute, wir haben heute einen Beauty-Salon heute eröffnet und wir haben mit hier zwei Plätzen. Wir haben hier schon zwei Plätze tatsächlich. Wir können zwei Kunden zwei gleichzeitig Kunden haben. Gleichzeitig haben. Genau. Wir haben sehr viele Masken, extrem viele Masken. Ich war gerade so die ganze Zeit die am Sortieren und so mal gucken, was sie so alles haben. Wir haben welche mit Motiv, wir haben goldene. Es ist so schön. Wir haben was Schönes für die Nägel. Also wir können Nägel machen. Entweder Fake Nails oder da haben wir auch schön Nagellack. Mhm. Wir haben Make-up. Also falls jemand Make-up möchte, machen wir. Wir haben hier versucht, ein bisschen alles schön mit so mit Dekos zu arbeiten. Natürlich haben wir noch eine Kerze und so. So für das Spa-Erlebnis. Das ist Spa-Erlebnis. Also ich würde auch tatsächlich, ich würde versuchen, mal vielleicht ein bisschen dunkler so zu gestalten. Ja. Vielleicht mehr so, weißt du, so. Vielleicht ein bisschen indirektes Licht. Ja, vielleicht sowas hier. Das wäre auch richtig cool. Natürlich haben wir noch was zu trinken. Genau. Wir bieten auch was zu trinken an. Natürlich entweder Kaffee sein, kann alles mit. Genau, wir haben noch Smoothies im Kühlschrank. Mhm. Und wir haben Gurkenwasser. Die Gurke muss nur noch geschnitten werden. Ja. Und ein Highlight. Wir haben Obis-Bad. Obis-Bad. Ja. Also kann für alles Mögliche benutzen. Für Hände, Füße, was auch immer. Während man irgendwie so gerade relaxiert, könnte man die Nägel gemacht bekommen, kann man da auch gerne mal den einen oder anderen Fuß reinhalten. Genau, oder, oder die andere Hand. Mega erfrischend, das stimmt. Entweder die andere Hand, ein Fuß. Ich finde, das ist mega schön. Extrem cool. Ja. So, ich würde mal sagen, wir würden, glaube ich, weiter dann sortieren, weiter gucken. Ja, wir müssen ein bisschen noch vorbereiten. Ja. Wir haben auch tatsächlich noch Glitzerlimo, falls jemand eine Glitzerlimo möchte. Ja, oder wir haben da tatsächlich sogar noch eine Haarmaske mit dem Unicorn. Wir haben so viel. Also wenn jemand eine schöne Haarmaske möchte und was ich selber eben schon gemacht habe, so Glitzer-Schimmeröl für die Haut im Sommer. Ja, das kann natürlich auch mega schön. Auch extrem gut. So, also wir haben viele Sachen im Angebot. Mhm. So, hier wird weiter aufgebaut. Ja. Und ein ganz besonderes Highlight ist natürlich auch unsere Selbst- bzw. zum Selbermachen, unsere Maskenmaschine. Damit kann man hier mit diesen Kapseln selber Masken machen. Das wird dann hier reingegossen und super cool. Dafür koche ich gerade nochmal das Wasser auf. Wir warten auf Kundschaft. Ich bin bereit, Kunden zu betreuen. Sehr gut. Ich bin bereit. Aber ich setze mich hier einfach schon mal hin. Wir haben mittlerweile auch die Kerze angemacht, die wunderschöne. Also die duftet noch nach gar nichts. Noch nicht, aber wir sollte haben die gerade erst. Und ja, aber wir haben die gerade erst angemacht. Ja. Deswegen ist es in Ordnung. Wir haben natürlich noch schöne Masken, die wir auch selber machen können. Und wir haben noch Gurken. Ja. Könnte sich auch die Gurken so auf die Augen legen, so ganz entspannt. Ach, ich sollte die Sessel hier tatsächlich stehen lassen. Ich finde das super entspannt. Ja, das ist. Man kommt dann zwar nicht mehr hier an die Hälfte der Schubladen ran. Aber wer braucht die schon? Wer braucht die schon? Da sind wir eh nicht oft. Da sind eh nicht so viele Sachen drin, nee. Hi! Hallo. Unsere Tür ist offen. Komm gerne rein. Das sieht ja cool hier aus. So, herzlich willkommen zu unserem Beauty-Salon. Also wir haben hier richtig verschiedene Sachen. Oh, das sieht ja auch richtig schön zusammen aus. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine Kerze. Das ist einfach mit so ein bisschen Deko. Ein bisschen entspannend. Deko natürlich. Das macht eine schöne Stimmung. Wir haben hier Fake-Nägel. Ja. Wenn du dir welche machen möchtest. Wir haben hier Make-up. Wir haben hier sehr viele Masken. Mhm. Auch Fußmasken, auch Augenpads, auch Handmasken, alles mögliche. Wir haben natürlich auch Badebomben. Kann alles mitgenommen werden, falls du nächste Woche hast. Also kann ich das hier auch anwenden oder kann ich das alles machen? Beides, beides. Du kannst ja auch einfach die Nägel lackieren lassen. Ja, genau. Wir färben auch die Haare den Ansatz blond nach. Das brauche ich nicht. Gut. Ich würde vielleicht eine Maske drauf machen.
Ja. Und die mir die Nägel machen lassen. Wunderschön. Ja, wir haben auch noch das Gesicht. Dass ich das dann erst noch mal ein bisschen mein Gesicht so reinige, bevor ich eine Maske drauf mache, ne? Ja. Haben wir also, auch. Habt ihr auch da? Haben okay. wir auch da. Wir haben auch Gurken, die wir auch. Ein Gurkenwasser können wir anbieten. Wir haben Smoothies. So ein Smoothie würde ich wohl auch nehmen. Wir haben auch eine Maske, die man selbst machen kann. Also alles Mögliche. Möchtest du dich vielleicht erstmal setzen? Ja. Oder erstmal mach den Maskengucken. So, ich werde mir erstmal noch ein bisschen. Ich habe jetzt nicht mega viel irgendwie auf der Haut, aber bevor man irgendwelche Gesichtsmasken. Ein bisschen frisch machen. Aufmacht, ne? Schön, dass es alles Selbstbedienung ist. Ja, hier, richtig. Salon. Also ich meine, man kennt es von uns, ne? Ja. Also ich könnte ja schon, während du das machst, ich könnte dir die schon mal anbieten. Also wir haben selten eine Maske. Also ja. Eine Du-Maske haben oder eine Kiel-Aufmaske? Ich habe hier gerade diese Augenmasken gesehen, das hat mich irgendwie so angesprochen, diese goldenen Augenmasken. Ja, natürlich. Kann ich auf jeden Fall machen. Möchtest du noch was dazu? Oder vielleicht lieber noch? Keine Lippenmaske, weil dann kann ich nicht mehr quatschen. Richtig. Das ist ja auch in so einem Salon, da ist man ja auch, um ein bisschen zu quatschen, ne? Ja, vielleicht. Also außer dann machen wir eine Lippenmaske. Ja, ich nehme erstmal die Augenpads. Und ein Getränk würde ich sagen. Möchtest du deine Füße gerne hier reintun? Oder vielleicht deine Hände, vielleicht nicht. Ach, vor. Ich wollte meine Schuhe einfach heute anlassen. Oder vielleicht deine Hände, also bevor du erstmal. Vielleicht bevor mir die lackiert werden, ja, das ist so eine kleine Handpflege, ne? Und ich sehe da gerade auch so Wasserspray. Ich würde mich gerne einmal mit diesem Wasserspray erfrischen, wenn das. Natürlich, Selbstbedienung. Danke. Das ist nämlich ein sehr warmer Tag, ne? Mhm. Ja, heute ist es der heiße. Gut, so fühle ich mich jetzt gleich schon erfrischt und jetzt bin ich bereit. Für ein Getränk? Und für eine Maske. Getränk. Ja. Alles klar. Kann ich euch irgendwie auch helfen? Also ich mir tut es leid, dass ich alles, gut, alles gut. Ja, okay, dann mache ich das mal. Ein Smoothie oder ein Gurkenwasser? Ich würde einen Smoothie nehmen. Ein Smoothie, einen grünen oder einen blauen? Wir haben Antioxidantien und blauer Lenz. Ich nehme Antioxidantien. Antioxidantien, bitte schön. Oh, danke. So, natürlich haben wir hier noch die Augenpads. Nehmen wir die Kamera wieder, ja. Du kannst die Augenpads einmal machen. Und ich sehe auch schon noch ein weiterer Kunde, glaube ich, vor dem Fenster. Herein! Hallo! Was macht ihr hier? Wir haben einen Beauty-Salon. Salon. Und ich bin eine Kundin und trinke eine Smoothie und bekomme auch einen Pelz. Das riecht ganz, ganz anders hier. Ganz anders? Ganz anders, das liegt an der Kerze. Und ich habe mal gelüftet. So. Einmal die Woche. Ich habe hier die so, ja. Party. Entspann dich, ne? Mach mal dein Auge ja. zu. Möchtest du noch ein Kissen so in den Nacken? Ja, gerne. So, ich weiß nicht, mach ich das hier nur mal ein Kissen? Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach. Machst du so und jetzt. Von draußen. Oh mein Gott, wie schön die sind. Die sind extrem schön und ich würde mal sagen, Katja, jetzt entspannen dich. Ja, ich hoffe, das Kissen kommt gleich noch. In deinen Kopf? Ja. Danke. So, okay, jetzt kannst du mir die Nägel noch markieren. Ja, stimmt. Welche Farbe möchtest du die Nägel haben? Was gibt es denn so? Boah, wir haben so. Rot, wir haben Pink, wir haben. Sie können sich schon mal setzen. Vielleicht diese Farbe oder so? Das ist auch schön. Sehr viel so pink-mäßig. Rot, ja, so ein bisschen rosa vielleicht. Also, wenn du möchtest, aber welches ja. davon? Sieht von mir alles gleich aus. Haben Sie Interesse an einem Bällebad für die Hände? Ja. Zur Entspannung. Dann können Sie nochmal mit aufstehen ja. und mitkommen. Dann zeige ich Ihnen das. Sie können die Hände schon mal hier einweichen. Ich mach meine Uhr mal eben ab. Ja, das ist gut. Das ist nämlich das Entspannendste, was wir anbieten können und auch das Erfrischendste heute. Das ist wieder voll. Genau, einfach mit den Händen rein und genießen. Okay. So, ich bin mittlerweile hier mit Katja. Komm rum. Ich bin erstmal beschäftigt. Richtig. Es ist, ich habe den Kunden in den Wartebereich gebracht zu den Bällen. Unsere Kundin wollte auf jeden Fall so einen leicht rosen. Also ehrlich gesagt finde ich die Farbe nicht unbedingt ganz gut, weil. Verkaufsgenie. Deswegen. Aber das ist ja nicht so. Wir produzieren ja die Nagel. Nein, wir haben den nicht selbst hergestellt. Deswegen, es ist ja auch vielleicht solltet ihr neue Produkte in eurem Laden anbieten. Aber es ist natürlich auch ein schöner, natürlicher Look. Ja, natürlich. Also ein schöner, natürlicher Look für den Sommer. Ein schöner, natürlicher, natürlich Look. Ist das erfrischend da vorne? Sehr gut. Sehr entspannt. Hier ist es auch so entspannt. Es ist so schön kühl. Also die rutschen aber so ein bisschen runter, glaube ich. Oh. Mal ein bisschen. Ich kann auch mal kurz helfen. So. So, genau. Ich will ja hier unter den Augen gekühlt werden. Ja. Vielleicht könnten wir noch eine Liege besorgen. Fürs nächste Mal. Eine Liege wäre vielleicht ein bisschen. Ja, aber.
Haben wir leider hier. Haben wir leider nicht. Ich bin da noch nicht da, deswegen ich gehe mal zum nächsten Fingernagel. Ich auch ganz geduldig hier sitzen, denn wenn ich mir das selber mache, dann fasse ich immer schnell irgendwas an und dann sind die Nägel wieder hässlich. Aber ein sehr schöner Glanz daran. So, ich kann den anderen Kunden schon mal informieren. Also, herzlich willkommen in unserem Beauty Salon. Sie sind ja in der Warteabteilung momentan, in unserem Wartebereich mit den Orbis. Perlen. Sehr schön erfrischend bei diesem Wetter, können wir jedem nur empfehlen. Ja. Auch gut für die Füße, aber möchten Sie Ihre Schuhe auch anlassen wie die erste Kundin? Okay, gut. Niemand möchte hier die Schuhe ausziehen. Wir bieten auf jeden Fall verschiedene Gesichtsmasken an, wir bieten Nagelpflege, Fake-Nägel an. Wenn jemand anders da gewesen hätte, schon die Füße da drin gehabt und danach halte ich meine Hände da rein. Wir würden das komplett austauschen, wenn jemand die Füße da rein tut, dann wird das natürlich komplett erneuert. Okay. Wir bieten allerdings auch Fußpflegeprodukte an, Fußmasken, wir machen komplettes Make-up und wir haben so Glanz und Öl und Glitzer da. Verschiedene Getränke in warm und kalt. Es gibt auch Kaffee. Ja, das ist es eigentlich. Kaffee? Kaffee. Ja, natürlich. Warum nicht? Ich hätte einen Eiskaffee ganz gerne. Machen wir auch. Machen wir natürlich auch. Okay, ich habe es glitschig in den Hände. Ja, sicher. Okay. Das muss so. Das ist, finde ich, übrigens sehr schön dekoriert. Dankeschön. Und dann die Hände am besten möglichst wenig bewegen jetzt. Hat es geklopft? Ich glaube nicht. Will uns doch hier wohl niemand stören. Klassik. Sehr gute Wahl. Hier ist einmal ein Lappen zum Hände abtrocknen. Meine Augenpads rutschen leider schon wieder runter. Ja, den Kopf bitte möglichst nach hinten lassen. So, schön korrigiert. Möglichst, ja. Also die Hände bitte einmal vorsichtig abtrocknen. Also, die Masken sind entweder hier direkt zur Anwendung oder Sie können die natürlich auch gerne mitnehmen. Nur bitte in den Mülleimer, nicht irgendwo hier dazwischen liegen. Ich würde eventuell eine Fußmaske mit nach Hause nehmen wollen. Sehr schön, dann können Sie sich da gleich auch nochmal umsehen. Das ist auch eine Fußmaske. Scheiße. Alles klar, das Gute ist, man kann sich die auch teilen. Nein, das ist einmal Peeling und einmal eine Maske. Also, was gab es jetzt alles? Also, es gibt diese wundervollen Peel-Off-Masken in Gold. Habt ihr eine Badewanne? Nein, wir haben keine Badewanne, aber das können wir gerne verkaufen. Das kann mitgenommen werden. Gut, okay, nochmal. Ich setze mich erstmal hin. Nicht? Doch, ist in Ordnung, setz dich. Ich hab da gerade gesessen. Alles außer Hallo, Nas, sind Sie auch hier? Ja. Kati. Und der Felix. Ich habe bisher sehr gepflegte Hände. Wie geht's weiter? Okay, die Kunden sind hervorragend versorgt. Es gibt jetzt Kissen. Aber. Es gibt Hocker. Nein. Die Augenmasken rutschen von ihnen. Ich habe Eiskaffee. Ja, danke schön. Sehr gut. Also wenn nicht, dann Bescheid geben. Mehr Gurke? Mm. Ist da Gurke mit drin im Eiskaffee? Ich hoffe nicht. Nein, es war ein Scherz. Nein, ist da nicht. Ich würde einmal die Kamera rübergeben. Schmeckt das nicht gut? Doch, aber Eva hat was von Gurken gesagt. Oh, ich mache... Gurke zum Essen haben. Ich hätte gerne noch eine Gurke. Okay, alles okay. Klar, es wird hier noch Gurke verteilt. Erst die Fingernägel oder erst die Gesichtsmaske bei Ihnen? Gesichtsmaske. Fantastisch. Das braucht ja länger zum Einwirken. So, welche Gesichtsmaske? Melone. Ach, lässt du auch die Nägel lackieren? Haben wir eine Melone? Ja, wir haben eine Melone. Lässt du auch die Nägel lackieren? Wir haben auch Fake Nails da. Juicy Melon spendet intensive Feuchtigkeit mit Wassermelon, Kernöl und Hyaluron. Eine Tuchmaske. Ja, das ist doch gut. Das ist gut, okay. Wenn das von der Seite lasse ich dann die Augenpads noch drauf. Haben Sie das im Blick? Ja, wir haben das im Blick. Ich würde sagen, mindestens noch so 5 Minuten. Okay. Das ist richtig entspannt hier. 20 Minuten hier, ne? Also die Maske dauert schon ein bisschen länger. Ja, das habe ich wohl. Ich würde dafür immer ein bisschen länger bleiben. Ja. Heute bin ich perfekter Kunde dafür. Ja. Aber die Maske riecht extrem gut, finde ich. Also ich finde es schade, dass die ein bisschen so normal aussieht. So ja, die könnte schöner bedruckt sein. Wenn die so rosa wäre, dann ja, wäre das so... genau. Oder rundherum so ein grüner Kreis oder in der Mitte so Punkte, als wäre das eine ganze Wassermelone. Das ist ja schön entspannt. Mhm. Hoffen wir mal, dass sie sich entspannt sind. Mhm. Ich fühle mich auf jeden Fall hier sehr wohl. Sehr schön. Sehr schön hier bei Ihnen. So, der Kunde wünscht sich hier diesen wunderschönen Mintflower-Ton in Pastell. Mhm. So, einmal die Und Hand. Muss ich, glaube ich, jetzt ablegen. Nee, den kannst du einfach hier hin. Sehr gut. Die Hände sind auch sehr schön gepflegt, wie ich sehe. Danke. Das kam von den Wellen. Ja,
Bei mir sieht es übrigens so aus. Es ist jetzt gar nicht rosa oder so, sondern so wie transparenter Lack. Aber gefällt mir gut. Für eure Kunden draußen. Mhm. Ist ja auch immer noch ein bisschen dezent, ne? Mhm. Dann müssten Sie mir einmal das Getränk geben. Oder gibt es noch eine andere Farbe für die andere Seite? Selbstverständlich. Wir haben nicht so viel wie Farben. Auch was Pastelliges oder mehr was Knalliges? Ja, auch Pastell. Wie wär's mit dieser Malibu-Farbe? Gibt's noch was? Finde, als Kontrast würde so Flieder gut passen, aber ich weiß nicht, ob wir sowas haben. Wir hätten so etwas? Sieht genauso aus. Das ist aus unserer, das sieht genauso aus, Kollektion. Wir haben noch diesen, der hat einen sehr schönen Glanz. Ja. Das ist so ein Ansatzspray, wollte Eva mir eben schon anbieten. Das könnte man bei dir machen, Felix, um deinen blonden Haaransatz noch blonder zu machen. Ich mag meinen Ansatz eigentlich. Okay. Jeder das, was er möchte. Ja. Ich glaube, bei mir ist jetzt die Zeit für die Augenpads rum, ne? Mhm, ja. Habe ich ja so ein Gefühl. Ja, also aber, einfach mal ab, aber ne? Wenn Sie möchten, ich könnte ja auch ein bisschen noch mal chillen bleiben, wenn ich so mag. So. Und sieht man irgendwas? Sehr schön erfrischend. Es ist auf jeden Fall erfrischend. Dieser Pinsel verliert immer ein Haar. So, fertig. Schön. Ist ein schöner Glanz, das andere ein bisschen ins Mintige. Ich könnte da noch eine zweite Schicht drauf machen, dann wäre das ein bisschen besser deckend. Okay. Gut. Also ich wäre jetzt eigentlich, ich habe mein Getränk ausgetrunken, mhm, meine Nägel sind lackiert, ich bin erfrischt im Gesicht, also... Haben Sie Feedback für uns? Ja. Mir ist voll gefallen heute. Ich muss sagen, ich fühle mich hier richtig entspannt, also ich bin jetzt gerade so richtig runtergekommen. Ich war ja vorher am Arbeiten und bin jetzt hier reingekommen, ich bin jetzt richtig runtergekommen und war gut, also hat mir gut gefallen. Ja, genau, also ich bin jetzt richtig entspannt, jetzt esse ich noch was zu Mittag und dann wieder bin ich zufrieden, genau. Gut, muss ich mag gar nicht aufstehen. So, ich mache aber hier mal den Platz frei für den nächsten Kunden. Ne? Haben wir draußen eigentlich schon jemanden gehört? Vielen Dank. Achso, ich würde mir gerne noch für zu Hause noch eine Fußmaske mitnehmen. Natürlich, können Sie ja natürlich auch machen. Ich würde dann hier so eine intensiv pflegende Fußmaske noch mitnehmen. Ja, vielen Dank. Gerne. Kostet nichts heute wieder. Ja, wieder? Natürlich, ja. Also, die können auf jeden Fall so gehen. Alles gut, ja. Okay, und soll ich noch Sterne abgeben? Ja, natürlich, sehr gerne. 5 Sterne. Ja! Yay! Das haben wir wieder geschafft. Tschüss! Ich kümmere mich immer weiter um den Kunden. Oh. Jo, schön am Entspannen und oh, noch ein Gast. Der Kunde ist allein geschlafen. Ja, das ist perfekt bei uns. Wir bieten auch Schlafgelegenheiten. Nö, schlafen wir haben nicht. Wir haben heute einen Beauty-Salon, wie Sie sehen auf jeden Fall. Wir haben auch unsere selbstgemachte Maske ist inzwischen fertig. Nee, ich hab die nicht gerne. Art Arizona Iced Tea. Strawberry. Was? Ja. Ja, also du kannst es auch, du musst es nicht alles mitnehmen, du kannst gerne hier auch behandelt werden. Was ist das und hier? Das ist ein Wasserspray. Kann ich damit mal einspielen? Das hätte ich gerne. Alles ja, klar. Natürlich. Ach. Sehr schön. Auf die Arme? Alles gut. Nee, einfach ins Gesicht. Oh, ich möchte auch. Das ist so erfrischend, Felix, das glaubst du nicht. Beine nach oben? Ach ja, natürlich. Ach, das ist doch ein Service. Freut mich. Was für eine Creme würden Sie mir empfehlen, weil ich habe ab und zu trockene Haut. Also, Creme haben wir nicht, aber wir haben Masken. Masken? Wir haben, Feuchtigkeitsmasken. Wir haben Feuchtigkeitsmasken. Wir haben sehr viele Masken. Und wie lange trägt man so eine Feuchtigkeitsmaske? 20 Minuten. Nee. Dann keine Maske. Dann keine Maske. Alles klar, wir können die Nägel lackieren. Wir können Handcreme. Handcreme ist gut, ja. Handcreme, fantastisch. Ich habe trockene Hände ab und zu. Das wirst du trinken sein. Ja, auf jeden Fall. Was möchtest du denn gerne haben? Würde ich diese hier empfehlen für den Sommer. Ja, wir haben auch, wir haben Smoothie, wir haben Eiskaffee, wir haben... Ich nehme ein Smoothie, das hört sich gut an, ja. In grün oder in blau? Was? Mit Antioxidantien? Was ist das? Das ist auf jeden Fall gut, das schützt deine Zellen. Und was ist das andere? Das ist wie Urlaub in der Flasche. Das ist mehr Entspannung, das eine ist mehr Schutz. Entspannung. Entspannung, ja. Bitte schön, der blaue Lenz. Ach, darf ich den so nehmen? Ja, natürlich. Wie Lenz? Nee, sie kriegen keinen mehr. Oh. Natürlich, in blau oder in grün? Blau. Ja, aber Felix, du hattest schon deinen Eiskaffee. Der ist zu mitnehmen. Ah ja, stimmt. Okay. Also, wenn man merkt, Felix kostet es hier richtig aus. So. Ja. Ja, ja. Also, Kathi hat es auf jeden Fall gefallen. Die hat auf jeden Fall. Danke. Einen mitnehmen. Bitte schön, dann. Jetzt probieren wir den mal. Danke. Blau-Lenzer. Sehr gut. Ja, ist wirklich entspannt. Also das ist doch der Entspannende, oder? Das ist der Entspannende. Okay. Das ist der Entspannende. Aber der ist auch gesund tatsächlich. Der entspannt und ist gesund. Finde ich super. Wir hätten auch noch wunderschöne Augenpads, die man so unter den Augen trägt. Nee, muss nicht sein. Alles klar. Muss nicht sein. Alles klar. Wir haben auch Handmasken. Ich habe die Hände schon eingecremt, also meine Hände eingecremt. Okay. Gut. Alles klar. Wir hätten hier auch das fantastische Handbällebad.
Nee. Also. Ah, das was bei den anderen Kunden. Den schicke ich mal jetzt rein. Der mag das. Sehr gut, okay. So. Schickt uns den gerne rein. Mhm. Vielen Dank, der Shop. Kurzer Besuch? Ja. Bewertung? Ja, der Shop kriegt eine 4. Ja, das ist 4 von 5. Okay, ja, okay. Also besser als die anderen, als die anderen, ja, als die anderen Top-Shops, ja. Ja. Für dich. Okay. Ja, Felix, das war ich einfach noch richtig am Spannen. Was war, ihr habt eine selbstgemachte Maske? Wir haben eine selbstgemachte Maske aus Arizona Eistee. Was? ist die gut? Weiß ich nicht. Schwierig. Was? Aus Eistee? Hä? Mhm. Verstehe ich nicht ganz. Kriegt man das ganze Ding aufs Gesicht drauf? Ja. Ja, hallo? Hallo. Hallo. Du, der Claudio kam gerade an mir vorbei. Der hat ausnahmsweise mal richtig gut gerochen. Das muss ja hier dran liegen. Dann will ich das gerne mal auch wissen, woran das liegt. Also, wir haben dieses fantastische Erfrischungsspray. Das ist Wasserspray mit Acai und Limette. Das können wir sehr empfehlen. Sie können sich gerne einmal hinsetzen. Ich würde Felix auch noch mal einschütten. Ja. Der trocknet hier schon wieder. Ich muss aber dann nicht auch so eine Maske nehmen, oder? Nein. Okay, dann setze ich mich hin. Sie nicht. Also wenn die nicht wirklich möchten, auf jeden Fall. Aber du darfst. Ja, das lassen wir jetzt mal. Und dann die Arme und das Gesicht. Boah, das ist echt beste Erfindung, die es gibt, ne? Sehr schön. Geil. Wir hätten auch noch ein wunderschönes Bällebad für die Hände. Ist auch sehr erfrischend bei dem Wetter. Ja, dann schicke ich da mal ab. Ja. Es gibt auch Gurkenwasser. Man müsste eigentlich so einen Hocker haben, wo man da mit den Füßen so reintitschen kann, wie im Meer. Sie können sich auch gerne hinsetzen, ich bringe Ihnen das. Ja, und alles Füße gut. Rein. Niemand will das. Warum möchte das niemand? Ich fände es schon geil, aber es ist jetzt so umständlich. Da muss man Schuhe ausziehen und so weiter. Ja, und wir müssen das nachher auch sauber machen. Okay, was war das denn eigentlich? Was ist das? Hä? So macht man das halt. Zum Hände entspannen. Was macht der denn? So. Was machst du süchtig? Ja, okay. Hier ist ein Handtuch. Oh, danke schön. Bitte schön. Möchten Sie was zu trinken haben? Warum sieht es denn aus hier eigentlich aus? Das ist offizieller Anlass. Was gibt es denn zu trinken? Es gibt Eiskaffee, es gibt Gurkenwasser und wir haben noch einen wunderschönen grünen Smoothie mit Antioxidantien. Ja, also, wenn ihr jetzt Eiskaffee und Gurkenwasser zur Auswahl habt, dann nehmt lieber den Eiskaffee. Alles klar, dann gibt es einen Eiskaffee. So, und bei ihm? Alles gut? Ja, alles ganz, ganz toll. Alles ganz, ganz toll. Schöne Finger. Sieht mir auch danach aus. Die sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Ja. Auch René, möchten Sie vielleicht die Fingernägel lackieren? Nee, das passt schon. Das passt schon. Die Gesichtsmaske zum Mitnehmen? Ja, oder vielleicht beim nächsten Mal, das passt schon. Alles gut. So, brauch mehr Milch. Nicht gut hier, ne? Ja. René ist einfach nur so hier am Umgucken. Eigentlich ist es hier ist eigentlich der Kundentone. Ja, also, Ich sneak mich auch gerne mal dann so in den Bereich Backstage. Ja, alles klar. Oh, schön geshaked. Bitteschön, der Eiskaffee. Super, vielen Dank. Okay, ich glaube, dann habe ich alles, was ich brauchte. Fantastisch. Alles klar. Vielen Dank. Ciao. Haben Sie Bewertung. Bewertung. Von 1 bis 5 natürlich wieder, ne? Ja, eine 4. Okay, das ist wir immer eine 4. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ciao. Also ich meine, das ist sehr schön, ne? Ich glaube, das hat sich richtig gelohnt, dass wir das mit den Getränken auch anbieten. Ja, eigentlich schon. Also ich finde, das ist, glaube ich, auch so. Also, Felix? Entscheidende Frage. Bewertung. Beste Shop aller also Zeiten. Also ich gehe ja gar nicht mehr. Also es ist definitiv, glaube ich, der beste Shop. Yay! Wunderschön. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, das ist wirklich eins von den vorgesten Shops. Außer halt noch Pommes Shop. Pommes Shop war am erfolgreichsten. Mhm. Das ist aber verständlich. Aber sonst ist auch ganz gut. Ich meine, die Jungs haben nicht gehatet. Richtig. Mhm, die fanden es auch sehr entspannt und sehr schön. Also deswegen sehr gut. Auch ganz toll. Kam gut an. Ja, auf jeden Fall, Leute. Also, falls euch auch unser Shop... Oh nein. Falls euch auch unser Shop gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ja, kommentiert vielleicht, was ihr auch so gerne hier gemacht hättet. Vielleicht ein paar eine Maske oder vielleicht, weiß ich nicht, Fußmaske. Kann auch sein. Schreibt gerne in Bällebad. Bällebad. Und ich würde mal sagen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bald. Nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.